Rosa Luxemburg ist 43 Jahre alt, als sie in Deutschland vor Gericht steht, weil sie Arbeiter dazu aufgerufen hat, nicht zu den Waffen zu greifen. Geboren als Tochter einer jüdischen Familie im russisch besetzten Polen, lernt sie früh den Antisemitismus kennen. Die Aufnahme am Gymnasium ist für sie schwieriger als für andere. Also muss sie besser sein. Und sie brilliert, studiert in Zürich Volkswirtschaft und erhält den Doktortitel für ihre These über die industrielle Entwicklung Polens. Sie trifft den litauischen Bürgerrechtler Leo Jogiches und gründet mit ihm die Exilzeitung Arbeitersache, die für die Sozialdemokratie in Polen und Litauen eintritt. 1890 geht sie in Berlin aufgrund einer drohenden Ausweisung eine Scheinehe ein. Sie pflegt Kontakte zu Sozialisten und beherrscht perfekt die marxistische Denkweise. Allerdings lehnt sie die Planwirtschaft und Lenins demokratischen Zentralismus ab und ist gegen die nationalistische Bewegung und den bewaffneten Widerstand. Im Februar 1914 verteidigt sie sich leidenschaftlich vor Gericht und gewinnt an Popularität. Dennoch wird sie zu einem Jahr Haft verurteilt.